die Sprossenwand. Für manche der Schrecken des Sportunterrichts. Nicht so für diese Jungs hier. Sie sind Calisthenics-Profis und zeigen der Würzburger Bereitschaftspolizei, was an deren neuer Freiluft-Fitnessanlage so alles möglich ist, zumindest theoretisch. Ich fand's krass. Die können gutes Zeug. Respekt. Bewundernswert, ja. Wenn man die Jungs sieht, wie sie da rumfliegen, würde man auch gern können. Aber ja, es kommt halt immer mal was dazwischen, wie es halt so ist. Dabei müssen die Jungs und Mädels hier fast täglich Sporteinheiten absolvieren. Das Fitnessstudio können die Polizisten sich sparen, möchte man meinen. Doch die meisten sporteln auch nach der Arbeit weiter. Und auch Polizisten sollen Schwächen haben. Stopp, Polizei! Meine Schwäche? Also definitiv die Ausdauer. Ich mache lieber gerne Kraftsport, Kampfsport und Ballsportarten. Aber wenn es darum geht, 10 Kilometer laufen zu gehen, 5 bis 10 Kilometer, dann schwächle ich dann auch schon mal. Mit seiner Ausdauer ist erster Polizeihauptkommissar Harald Schlenker ganz zufrieden. Der 60-Jährige läuft regelmäßig, einmal pro Woche kommt er in den Kraftraum. Während die Jungen fast täglich trainieren müssen, sind für ihn nur noch 4 Stunden Sport pro Monat Pflicht. Er hätte nichts dagegen, wenn es mehr wären. Irgendwann merkt man, dass man älter wird. Das ist ganz klar, wenn Kollegen vom Unterstützungskommando haben mir das mal berichtet, wenn der Zug schnell von A nach B muss und der Zugführer und die 3 Gruppenführer sind die Letzten, die ankommen, dann sollten die sich überlegen, ob der Job für sie noch das Richtige ist. Dass sie den richtigen Job haben, daran hegen die mehr als 500 Jungpolizisten in Würzburg vermutlich keinen Zweifel. Auch wenn beim Schwimmen vielleicht noch Luft nach oben ist. In voller Montur über 50 Meter eine Person aus dem Wasser ziehen, damit tun sich am Anfang einige noch schwer. Und wenn die Sporteuphorie der ersten Wochen nachlässt, sind die Trainer gefordert, ihre Truppe zu motivieren. Im Ausdauerbereich könnte man sich vielleicht ein bisschen mehr, mehr Leistung wünschen. Aber wir sind hier alle gute Sportausbilder und wir kriegen das auf jeden Fall hin, dass wir Monat für Monat die Leistungen pushen werden, im Kraft-, aber auch im Ausdauerbereich. Wer weiß, welche Kunststücke die Polizistinnen und Polizisten dann schon bald an ihrer neuen Outdoor-Fitnessanlage darbieten.